Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Ja, in der letzten Folge haben wir ja gesagt, wir wollen mit den beiden nicht sprechen, weil es kann sein, dass ich da was triggere. Jetzt werde ich mal eben mit den beiden sprechen. Friede sei mit dir, Rivka. Was? Okay, sie sagt mir nichts mehr. Keine weiteren Fragen. Hab Dank, Rivka. Hätte ja klappen können. Sagt sie mir noch irgendwas? Nö, mit ihr kann ich gar nicht sprechen. Na gut, dann halt eben nicht. Das heißt, wir haben dann im Endeffekt nichts Neues. Wir haben unseren Auftrag abgeschlossen. Die Verbindung zu ihr auch. Das wäre dann das hier gewesen. So, und ich denke mal, wenn wir dann den vierten hier oben noch abschließen, dass wir dann den Hinweis auf das Oberhaupt bekommen werden. Und wir müssen natürlich, wenn wir alles durchgespielt haben, noch Alibabas Tochter finden. Das ist ja das DLC, was noch direkt mit rauskam. Ach so, genau. Und die Sache für Nihal müssen wir noch machen. Das heißt, wir müssen dann im Endeffekt, ja, schauen, dass wir. Können wir bei Details noch irgendwas sehen? So eine Schärpe habe ich noch nie gesehen. Das sind die Briefe. Ja, gut. Dass wir dann auf jeden Fall in der Stadt noch mal ein bisschen rumlaufen. Das mache ich dann eventuell auch offline, muss ich mal schauen. Und dass ich das dann relativ zum Schluss, sage ich mal, mache. Dann würde ich sagen, wenn wir das Ganze so weit abgeschlossen haben mit den anderen Bruderschaftshäusern, dass wir uns aufmachen zum letzten Bruderschaftshaus. Das wäre dann wieder in etwas größerer Entfernung. Das heißt, ich hole euch dann gleich wieder hinzu, wenn ich dort angekommen bin. Dank dieser Scherbe werde ich die Geheimnisse dieser Kammer bald lüften können. Lalalala, ich war es nicht, ich war es nicht. Vor allen Dingen habe ich so schön den Diebstahl durchgezogen. Und die hat das trotzdem bemerkt, oder was? Finde ich nicht nett. Oh, Moment, du hast genügend Scherben, um ein Ausrüstungsstück zu bekommen. Ich schätze, dass wir dann doch mal eben noch was dazwischen schieben müssen. Dann würde ich sagen, dass ich mal eben zu dieser einen Stelle, wo ist denn jetzt die Karte hier? Dass ich mal eben zu der einen Stelle. Das ist auch doof, weil wir hier noch synchronisieren müssen. Ich werde jetzt hier gleich erstmal synchronisieren und werde dann zurückreisen zu dieser Ausgrabungsstätte oder Oase oder wo auch immer das gewesen ist oben. Und da werde ich euch dann gleich nochmal hinzufügen, wenn ich in der Kammer angekommen bin und ja, mal ein paar von den Scherben einsetzen kann. Der Junge ist ein guter Kletterer. Ist das dein Ernst, dass du da jetzt rüberspringst, du Trottel? Ich springe, wenn du noch näher kommst. Bin aber schon da. Ich heiße Basim und bin hier hochgeklettert, ohne nachzudenken. Kannst du mir helfen, runterzukommen? Als ich so alt war wie du, habe ich meine Freunde auch mit Dummheiten beeindruckt. Ich habe es nicht für sie gemacht, sondern für die Verborgenen. Ah, die Verborgenen. Nicht alle glauben an sie, aber ich schon. Sie sind die wahren Beschützer des Volkes. Sie haben meine Mutter gerecht. Nicht der Kalif oder seine Männer. Die Verborgenen waren es. Verstehe. Und du dachtest, mit Klettern erregst du ihre Aufmerksamkeit. Es heißt, sie können aus großen Höhen springen, ohne sich weh zu tun. Aber so etwas kann ich nur machen, wenn es mir jemand vormacht. Meinst du, du könntest es, wenn ich es dir zeige? Nein, mach es nicht, Basim. Nein. Wir müssen erst noch kurz hier hoch. Moment, zeig's ihm gleich. Ich muss doch erstmal eben Warte synchronisieren. dort, bis ich dir zeige, wie es geht. So, jetzt gibt's erstmal einen Rundumschlag hier von der Stadt, damit wir hier auf jeden Fall auch wieder hinkommen.
und dann schneller am Bruderschaftshaus sind und dann können wir dem Jungen das gerne zeigen. Finde ich auch cool, dass da immer mal wieder so zwischendurch was ist. Da war ja auch noch was mit Kindern, das habe ich dann aber nicht angenommen, weil ich dann in dem Moment auch keine Zeit hatte. Let's play. Wie komme ich denn da jetzt wieder runter? Kannst du das jetzt so machen, wie ich das vorgebe? Ja, macht er ausnahmsweise. Okay. So, mein Kleiner. Du kletterst hier rauf, ja? Guckst, dass da unten noch wirklich Heu ist. Okay? Ja? Du musst mir schon gut zusehen, ja? Und dann springst du einfach runter und brichst dir das Genick. Guck mal, so ungefähr. Kommt er? Siehst du? Ich bin unverletzt. Jetzt du! Ich kann nicht. Und ob du kannst. Denk nicht zu viel nach. Du musst nur an dich glauben. Das war aber nicht so toll. Hallo, Junge, lebst du noch? Es geht mir gut. Einen Moment. Bist du verletzt? Nein, nichts gebrochen. Du lernst wirklich schnell. Sag ich doch. Ich kann alles, wenn es mir nur jemand vormacht. Das ist ein wertvolles Talent. Besorg dir einen guten Lehrer, ehe du wieder so etwas Gefährliches machst. Du könntest mich lehren. Ich bin kein Lehrer. Ich habe selbst noch viel zu lernen. Doch, du bist ein guter Lehrer. Du machst Sachen vor. Bist du... Komm zu mir, wenn deine Stimme anfängt zu brechen. Dann reden wir. Das war großartig. Komm, Haitham, bevor uns der Muezzin erwischt. Ich komme. Ja, Sprung der Gläubigen ist abgeschlossen und dadurch haben wir einen Fertigkeitspunkt auch noch erhalten. Das ist ja mal cool. Ich bin hier gerade am Gucken. Er zeigt mir aber nicht so wirklich an, was das jetzt hier ist. Was ist denn, Sadiki? Ja, genau, den Schneider. Da wollte ich nämlich eben hin, weil wir wollten ja unsere Ausrüstung nochmal eben ein bisschen verbessern. Wenn der jetzt sowieso gerade schon um die Ecke ist, dann machen wir das natürlich nochmal schnell. Um die Ecke ist gut, hier kommt man gar nicht mehr so richtig durch. Ah, da hinten ist er. Oder sie. Frieden, Sadiq. Schön, dich zu sehen. Ne? Zeigst du mir deine Waren? Sieh dich nur um. So. Schutz ist immer eine gute Investition. Ne, finde ich auch. Vorzügliche Waren. Gegner hören 75% weniger Lärm, während Basim Attentate verübt. Oh, ist das geil. Ist das geil. Können wir das nochmal verbessern? Oh yes, oh yes. Komm, geht er wieder rein? Achte gut auf das, was auf dich achtet. Nein? Nein, warum nicht? Warum nicht? Weil ich da so ein Ding noch brauche, oder? Kann das sein? Scheiße. Aber ich konnte doch noch was verbessern. Oder die ist zu schlecht dafür. Ich sollte mal weiter. Beehre uns wieder. Das kann natürlich auch sein, dass sie einfach nicht gut genug dafür ist. Ja, dann werden wir jetzt mal eben ganz schnell dahin reisen. Wieso soll ich nochmal synchronisieren? Hä? Und lief da gerade nochmal einer rum? Nee, ich wollte gerade schon sagen. So, dann gehen wir nämlich jetzt erstmal in die Oase. Dann gehen wir doch da drüber. Es geht, glaube ich, schneller. Ich weiß nicht warum. Bei den anderen Sachen kommen die ja auch immer wieder. Deswegen habe ich jetzt gedacht, die kommen hier vielleicht auch wieder. Ja. Nein, was ist jetzt los? Ich wollte doch nur was essen. Moment, wo muss ich hin? Der kommt jetzt hier nicht ins Wasser rein, oder? Hilfe. Hier müssen wir, glaube ich, hin.
fast. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Komm, Basim, tauch. Sterb mir hier nicht weg. Tauch weiter. Die Wachen sind auch nicht neu da, ne? Okay. Dann auf zur Kammer, wenn er denn mal vernünftig springen würde. Ne, da sollst du genau nicht hinspringen, aber ist alles kein Thema. Mach einfach, was du willst. Ist kein Thema. Das ist doch noch nicht mal springen, was der hier macht. Geh einfach da hoch, Basim. Komm. Och. Alter, ernsthaft, wie kann man das so scheiße programmieren? Du sollst einfach nur das Ding hochgehen. So, und da sind wir wieder in der Kammer. Die Frage ist jetzt natürlich, wie viele haben wir? Haben wir nur zwei? Weil wir haben ja eigentlich mehrere Sachen geklaut. Moment, ich gehe mal eben zu dem. Hier sind fünf, da sind drei. Fünf können wir nicht machen. Drei können wir offenbar machen. Da ist ein Schwert drin. Hier ist ein Dolch drin. Und keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich eine ganze Rüstung oder sowas. Wir nehmen jetzt erstmal das mit den drei, weil zwei bekommt man dann natürlich schneller wieder. Ausgezeichnet. Die Scherben bewirken etwas. Womöglich brauche ich mehr. Shamshire zum Morro. Deckner, was auch immer. So, wir haben das Ding auf jeden Fall im Inventar. Da gucken wir jetzt erstmal nach, was das ist. Ein Schwert, logischerweise. Oh, voll aufgerüstet. Die maximale Gesundheit wird um 50% gesenkt, aber der Schaden um 50% erhöht. Ja, finde ich jetzt persönlich das mit dem heilenden Sand eigentlich besser, weil... Sind wir mal ehrlich, ich brauche meine Gesundheit. So, wir sind kurz vorm Sprung. Moment, da war doch... Achso, ich wollte gerade sagen, da war doch einer auf der Seite noch. So. Bruderschaftshaus. Moment, Schulden. Schaffen wir uns einen Überblick. Ist der hier oben irgendwo? Klang! Da muss ich hin, weil das ist... Ich weiß nicht, ob das jetzt im Bruderschaftshaus ist oder ob das irgendwie daneben ist. Auf jeden Fall war er nicht mal markiert, nachdem ich nach hierhin schnell gereist bin. Warum auch immer. Mhm. Das ist das Zeichen wieder für unsere Schneiderin, ne? Ja, aber sie kriegt es ja irgendwie nicht hin. Ah, hier rein. Dafür werden sie sterben, jeder Einzelne. Es wird endlich Zeit, dass wir kämpfen. Dein Zorn ist verständlich, doch einen Krieg kannst du nicht gewinnen. Basim, gut, wir brauchen dich. Söldner haben einige Aufständische verhaftet und auf den Platz hingerichtet. Und dein Rafik will, dass ich mich verstecke, während die Jagd auf meine Männer machen. Wir sollten wenigstens die Toten ihren Familien übergeben. Hast du immer noch Angst, gegen diese Teufel zu kämpfen? Ich habe nur Angst, dass wir wie sie werden.
Da muss noch mehr dahinter stecken. Der Kalif würde nie einen Krieg riskieren. Das ist das Werk des Ordens. Dann finde ich die Verantwortlichen und hacke sie in kleine Stücke. Der Orden wird dich zuerst finden. Wahrscheinlich suchen sie bereits nach dir und Beshi. Ihr seid ihnen wohl bekannt. Basim hingegen? Ali, ich finde die Schuldigen und töte sie alle. Du hast mein Wort. Das ist die Lösung. Basim erledigt das. Und wenn die Schuldigen tot sind, wirst du die Lorbeeren ernten. Nun gut. Jeder muss wissen, dass ich es war. Ich kehre nach Jar Jaraya zurück. Aber ich werde nicht lange warten. Wir treffen uns am Tor, Basim. Und ich sorge dafür, dass die Leichen zu ihren Familien kommen, um sie zu bestatten. Das hätte auch schief gehen können. Du glaubst, das ist das Werk des Ordens? Ja. Wie du weißt, kontrollieren türkische Söldner Asharkia. Dieser bezahlte Kalif, der wiederum vom Orden gesteuert wird. Meinen Spitzeln zufolge gehört mindestens einer der Söldnerhauptleute zu ihnen. Sag mir wer, und ich finde ihn. Wir müssen vorsichtig sein. Asharkia steht auf Messerschneide. Die Aufständischen sind bewaffnet und werden immer mehr. Sie können jederzeit angreifen. Ein falscher Schritt könnte hier zu einem Krieg führen, der sogar Alamut bedroht. Wie lautet dein Rat, Fulad? Geh mit Ali nach Jar Jaraya und hör dich um. Irgendjemand dort muss etwas wissen. Und Basim, spute dich. Du weißt, was auf dem Spiel steht. Ja, wir wissen, was auf dem Spiel steht. Und wir werden uns trotzdem nicht sputen, weil wir haben jetzt gerade einen Fertigkeitspunkt bekommen. Das heißt, damit hätten wir zwei. Ich glaube, wir brauchen zwei, um hier weiterzumachen, ne? Genau. Also, du kannst ein neues Feld für Hilfsmittel freischalten. Meine ich doch, dass das damit zusammenhing. Oder Elixiertasche, die maximale Anzahl erhöhen. Ich werde auf jeden Fall die Elixiertaschen nehmen. Auf jeden Fall. Dann schauen wir mal eben, was danach kommt. Zusätzliche Hilfsmittel 2. Messerwiederbeschaffung. Alle Wurfmesser. Ja, gut. Ich kann die Wurfmesser eh nicht vernünftig benutzen. Oha. Meistertaschendieb. Basims Fertigkeiten als Taschendieb verbessern sich, damit er seinem Ziel effizienter Wertsachen abnehmen kann. Das wäre auf jeden Fall noch eine gute Herausforderung, wenn ich denn später... Ich meine, jetzt treffe ich oder habe ich bisher immer in die Mitte getroffen von diesem Bereich. Ich weiß jetzt nicht, wie die das meinen. Ob der Bereich dann größer ist oder ja, ob man damit weniger Aufsehen, sage ich jetzt mal, erweckt. Tüftler, du kannst eine zweite Hilfsmittelverbesserung von Rang 1 für jedes verfügbare Hilfsmittel auswählen. Okay. Würde mich jetzt tatsächlich gerade nicht so triggern. Also das mit einem Meistertaschendieb, das hört sich noch interessant an. Das jetzt nicht, aber das muss man ja vorher dann freischalten. Hilfsmittelerweiterung, ja, würde ich auch nehmen, weil da war irgendwas, ich glaube sogar das, was sie zeigen, was ich ansonsten auch gerne hätte. Moment, was ist denn das hier eigentlich? Notfallzielen. Moment, Moment, jetzt sagt mir was, das war vorher, glaube ich, auch. Aber man sieht jetzt nicht so richtig, was er da macht. Also er wirft mit dem Messer. Wird nicht entdeckt anscheinend. Keine Ahnung. Also man zeigt es nicht an. Könnte vielleicht auf jeden Fall auch noch interessant werden. Da müssen wir dann mal schauen. Mit ihm haben wir noch gar nicht gesprochen, ne? Er könnte ja mal was Privates erzählen. Ich habe ein paar Fragen. Ich hoffe, ich habe Antworten. Was wollen die Aufständischen? Du selbst kennst die Kluft zwischen Arm und Reich nur zu gut. Viele sind die Ungerechtigkeit leid und wollen etwas verändern. Am Anfang waren es hauptsächlich Sklaven,
Doch inzwischen unterstützen Händler, Reiche und selbst einige Adlige Alis Sache. Und Ali will sie anführen, um das Abbasiden-Kalifat zu stürzen? Ali glaubt, dass die Besten herrschen sollten. Nicht die Reichsten oder die Hochgeborenen. Ironischerweise hält er sich selbst für den Besten und behauptet, aus der Familie des Propheten zu stammen. Erzähl mir von den Sanj. Eine bittere Geschichte. Die Sanj wurden aus ihrer Heimat am Horn von Afrika geraubt, um hier auf den Feldern der Reichen zu arbeiten. Also sind sie Sklaven? Sie werden bezahlt, doch sie sind nicht frei. Wie alle Menschen wollen sie über ihr Leben selbst bestimmen. Was weißt du über Jajaria? Ein kleines Dorf im Süden, wo Arm und Reich aufeinandertreffen. Die meisten Sanj sind dort. Es ist auch die Zuflucht vieler, die auf der Suche nach Arbeit nach Bagdad kamen und scheiterten. Kein Wunder, dass Ali dort Unterstützer fand. Ja. Es gibt kaum einen Ort, wo die Kluft zwischen denen, die alles haben, und denen, die nichts haben, so groß ist. Was ist mit dir, Fulat? Wie kamst du zu den Verborgenen? Diese Geschichte sollte nach einem guten Mahl an einem Lagerfeuer erzählt werden. Willst du mir gar nichts sagen? Ich bin das Kind der Konkubine meines Vaters. Aus Sorge, dass ich ein Erbe beanspruchen könnte, warf seine Hauptfrau uns beide raus. Ich wuchs allein in der Wüste auf. Meine Freunde waren Tiere, vor allem Vögel. Wir verstanden einander. Das erklärt deine Liebe für Adler. Als ich erwachsen war, sah mich ein Verborgener mit meinen Vögeln jagen. Er brachte mich zur Bruderschaft und ich blieb. Ja. Danke, Fulat. Das wäre erst einmal alles. Dann möchte ich gerne noch eine Sache kurz ausprobieren. Sei gegrüßt. Schön, dich zu sehen. Nee, da steht nur Hilfsmittel. Sicherlich wart ihr nicht untätig. Das ist mein Angebot. Ja, da steht nur Hilfsmittel. Ja, ich wollte noch mal eben gucken, ob man hier vielleicht auch was auswählen konnte. Es ist halt komisch, dass ich beim Schneider, wo ja drin steht, wo ich hingehen soll. Ich danke für eure Hilfe. Dass ich das da nicht verbessern kann. Ich denke mal, dass das tatsächlich irgendwie damit zu tun hat, ja, dass die Schneiderin vielleicht nicht hoch genug war oder so. Ich wollte jetzt mal eben gucken. Ich hatte doch meine Montur. Genau, die hatte ich nämlich schon einmal verbessert. Die Monturenfarbe kann ich ändern. Ja, toll. Das will ich ja nicht. Die hatte ich nämlich schon einmal verbessert. Dafür bräuchte ich jetzt... Ach so, nee, Moment. Das haben wir ja eben gemacht, ne? Die Montur zu verbessern. Ja, ja, klar. Nee, Quatsch. Wir wollten nicht wegen der Montur gucken, wir wollten wegen dem Dolch gucken. Und da steht, warum auch immer, ich soll zum Verbessern einen Schneider aufsuchen. Das heißt, ich werde jetzt gleich mal gucken, ob ich eventuell anstatt einen Schneider einen Schmied finden könnte. Mal eben gucken wegen den Hilfsmitteln, ob ich davon noch was holen kann. Ja, sehr schön. Ja, ich schaue da mal eben nach und wenn ich keinen finde, gut, dann ist das halt so. Ein Hinweis zu unserer Abmachung. Meine Brüder im Schatten. Das Geflüster ist zur Stille geworden. Doch wie geduldige Fischer werfen wir weiter unsere Netze aus und warten. Seid versichert, dass wir an unserem Teil der Vereinbarung festhalten. Was nun den euren betrifft. Wir benötigen unverzüglich eine neue Lieferung. Unser Leben und den Erfolg unseres Auftrags hängen davon ab. In Verbundenheit der Löwe, der Freiheit. Ein Elixier habe ich bekommen. Sehr, sehr geil. Haben wir hier oben irgendwas, was wir noch... Oh, ne, sieht nicht so aus. Ich glaube, da unten, das war jetzt nicht wirklich so gedacht, dass man das... Warum höre ich den Typen eigentlich so weit? Brüllt der hier so laut oder was? Ist ja schrecklich. Hier, der ist nicht verfügbar. Hallo? Dann lass mich hier aber eben rausklettern. Oh, oder auch nicht. Moment. Nein, geh doch mal runter. Diese Steuerung, ne? Man drückt die ganze Zeit... Ja, das war jetzt mein Fehler, okay. Man drückt die ganze Zeit B und nichts passiert. Jetzt bin ich wieder reingegangen. Ich sehe nur gerade was.
Ah, sehr schön. Ali wartet am Tor auf mich, um mit mir nach Jajaraya zu reisen. Ja, habe ich schon verstanden. Ich wollte aber mal eben was nachgucken. Das ist ein Händler. Bruderschaftshaus ist klar. Hafenlager? Moment, ist das das, wo wir gestartet sind? Das war ja auch im Hafen, oder ist das wieder ein anderer Hafen? Wahrscheinlich eher ein anderer Hafen. Unten links haben wir noch jemanden, den wir noch umbringen müssen oder was klauen müssen, je nachdem. Bazar, Viertel der... Achso, sind die anderen wieder. Lager beschlagnahmter Waren. Ja, ich finde jetzt nur die Schneiderei hier vorne, aber keinen Schmied oder ähnliches. Schade. Ich werde aber trotzdem bei meinen Augen offen halten, ob ich irgendwo zwischendurch was finde. Allerdings muss ich sagen, dass wir die Sache mit Ali dann erst in der nächsten Folge machen werden. Ich werde in der Zeit ja meine Augen nochmal so ein bisschen offen halten, ob ich was finden kann wegen Schmied und werde das nochmal ausprobieren. Wenn ich was finden sollte, hänge ich das Ganze nochmal hinten dran. Ansonsten sage ich mal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.